Ah, die Sonne lacht raus hier. Guten Morgen. Oh, hier ist genau der Balken. Heute Nacht war es ganz schön kalt. Also nicht heute Nacht, so gegen Morgen war es echt kalt. Und jetzt ist es so windig und 10 Grad. Jetzt habe ich beschlossen, heute wird im Auto gefrühstückt. Und ja, dann fahre ich Richtung Marienbad nach Tschechien. Erstmal sowieso zum Tanken, wenn ich hier schon mal, ich habe noch, glaube ich, 15 Kilometer bis Tschechien. Und ja, dann wollte ich gleich mal Marienbad erkunden. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ich habe mir gestern zwei leckere Brötchen mitgebracht und mache mir noch einen schönen heißen Kaffee. Und dann schaue ich noch mal, ob man hier noch eine kleine Runde wandern kann. Ein bisschen Bewegung tut ja immer gut. So, seitdem ich nicht mehr Cassie dabei habe, gehe ich trotzdem immer noch morgens eine kleine Runde spazieren. Tut einfach gut. Ja, ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, jetzt lasse ich es mir erstmal ein bisschen gut gehen hier. Lecker. Die sind total frisch noch, die Bäckerbrötchen von hier unten im Süden Deutschlands. So, jetzt aber raus hier. Ach, schön. There will be a day coming. Time of peace. So, ich bin jetzt in Tschechien, habe hier auch eine Tankstelle gefunden in irgendeinem Dorf. Kostet 1,93, immerhin 20 Cent billiger als momentan in Deutschland. Ich bin jetzt in Marienbad, habe schon einen Parkplatz gefunden, richtig hier in der Natur, wie ihr seht. Und jetzt erkunde ich mit euch die Stadt. Als allererstes, wenn ich irgendwo neu bin in der Stadt, markiere ich mir erstmal meinen Standort, dass ich mein Auto auch wieder finde. Und als zweites navigiere ich mich in die Innenstadt. Und das mache ich jetzt. Los geht's. Kleiner Tipp, wenn ihr nicht wisst, in welche Richtung das Zentrum oder die Innenstadt ist, dann schaut bei TripAdvisor und sucht ein Wahrzeichen der Stadt und dann könnt ihr euch hin navigieren. Zentrum sein irgendwo. Ich fängt an zu ringen, aber ich wollte sowieso einkehren und leckere böhmische Knödel essen. We will be living in harmony and singing together a melody. So pure. Geil, da ist Markt. Aber ich habe gar kein tschechisches Geld. Sorry, only love. Take a look around you. Can you see it's coming to all around the world we can make a stand and reach out for others to take the hands. I can see an open door. Ich zeige euch jetzt natürlich nicht alles, was es hier gibt. Das wäre mir viel zu aufwendig. Außerdem ist es bestimmt langweilig für euch. Aber ein schöner kleiner Markt. So, erstmal essen. Ich sitze hier draußen, weiß noch nicht, ob mir das zu kalt ist, aber hier kann man auch reingehen. Es gibt Gulasch mit Knödel und Rotkraut und ja,
Mal schauen, ist jetzt nicht so mein uriges Restaurant, sondern eher was Touristisches, aber der hat mich hier halt abgefangen. Ja, so in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt. Lecker. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love. Schaut mal, wenn der ältere Hund nicht mehr laufen kann, dann wird er gefahren. Also die Häuser sind hier alle sehr beeindruckend. Into the human heart. We can make it happen today. Wie geil ist das denn? Das erste Mal, dass ich sehe, dass hier Papiertüten für Hundekot benutzt werden können. Oh, we just have to say words of love that cast out every end. So, hier ist Marienbad. Das Auto steht da irgendwo und dann bin ich hier hochgelaufen und hier ist die Innenstadt. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now the source of love. Take a look around you. Can you see it coming too? Frag mich nicht, was da los ist. Ich gehe gleich mal schauen. Watch out for others to take their hands. I can see this open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human hearts. Marienbad ist ein Kurort hier in Westböhmen. Er ist von vielen Parks, Mineralquellen umgeben. Man kann hier sogar Ski fahren. Und schaut mal, sieht wunderschön aus. Es gibt hier auch ein Chopin-Denkmal. Und hier in Marienbad leben ca. 13.000 Einwohner. Es ist also eine relativ kleine, überschauliche Stadt. Einmal Spar-High Five, weil ich ein Klo im Auto habe, habe ich schon 2 Euro gespart. Was es genau zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber ich habe heute schon unglaublich viele mit solchen alten Kinderwagen hier gesehen. Das kann ja kein Zufall sein, dass die jetzt alle hier laufen. Da sind keine echten Babys drin. Ich habe jetzt mal reingeschaut, da sind einfach Puppen drin. Irgendwas ist hier los. Schon wieder welche. Aber die Puppen da drin sehen total echt aus. Fast wie richtige Babys. There will be a day coming. A time of peace. No more pain and suffering. Just ease. Hallo aus Kalovivari. We will be living in harmony and singing together a melody so pure. Also hier gefällt es mir auf Anhieb schon mal besser als in Marienbad, weil hier ist viel mehr los. Nicht so, ich sag mal, für ältere Menschen, sondern hier ist einfach ganz viel los. Ich wusste jetzt gar nicht, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll. Ganz sicher war ich hier schon mal. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Da war ich sicher ein ziemlich kleines Kind. Sorry, only love. Take a look around you. Can you see it coming too?
All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see an open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. We can make it happen today. So, mal ein kurzes Zwischenupdate. Wow. Also viel, viel besser als Marienbad. Wunderschöne Stadt und auch viele Leute unterwegs, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Never can say no. Hier ist jetzt irgendein Festival. Komme ich ja gerade richtig nach 2 Jahren Corona. Das muss was Traditionelles sein. Das gibt's hier überall und das duftet nach Zucker und Zimt. Oh, we just have to say words of love that cast out every hate. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. So, ich habe mir jetzt was zum Essen geholt. Das ist Käse mit Brot und Marmelade. Mal schauen, wie es schmeckt. Oh, hier wird lecker gegrillt. Schaut mal. Argentinisches. Ganz ehrlich, spielen die ein Lied oder spielt jeder sein Lied? Für meine Ohren hört sich das so an, als wenn jeder sein Lied spielen würde. Dritte Stadt an einem Tag, da steht Venne. Jetzt erkunden wir Ostrov. Das war jetzt eigentlich gar nicht mein Plan, aber auf dem Weg zum Stellplatz habe ich gesehen, historischer Stadtkern. Und da bin ich doch glatt neugierig geworden. Und da es jetzt erst 19 Uhr ist, gehen wir nochmal los. Shout for others to take their hands. I can see this open door. What are we waiting for? Hier ist irgendwas merkwürdig. Ich stehe hier nur und wollte diese Kirche dort filmen und schon 2 verschiedene Personen haben mich angesprochen, auf Tschechisch natürlich, und ich kann mich leider nicht verstehen. Hat er nur gegrinst und ist weitergefahren, der eine. Das ist übrigens ein Kloster. Jetzt muss ich hier durch. Ich hoffe, dass an der anderen Seite dieses Tor auch geöffnet ist. Hier ist ein riesiger Schlosspark und da in der Mitte ist wahrscheinlich das Schloss. Sehr schön. Jemand von euch schon mal davon gehört? Also Ostrov sagt mir irgendwas. Heute befindet sich im Lustschloss die Nebenstelle der Kunstgalerie Karlsbad. Ich freue mich, auch hier an der anderen Seite ein geöffnetes Tor vorzufinden. Nicht, dass ich den ganzen Weg hätte zurücklatschen müssen. Das ist also der Stadtkern. Ich würde ihn als klein, aber fein bezeichnen. Das war's schon. Klein, aber fein, würde ich sagen, oder? So, ich liege hier jetzt in meinen Federn. Das sind übrigens meine Füße, falls man es nicht erkennt. Ich liege hier in Ostrov auf meinem Stellplatz. Der ist übrigens an der Kurklinik. Und esse noch ein paar Nüsse und lasse es mir gut gehen. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls eine gute Nacht.
Boah, die Sonne lacht raus hier. Boah. Schön. Ich stehe hier in Tschechien auf einem Parkplatz einer Kurklinik, direkt mitten in der Natur. Hier ist der Kurpark. Schön. Und was mir direkt mal aufgefallen ist, dass hier in Tschechien gibt es super viele Mülleimer. Also viel mehr als in Deutschland. Hier habe ich überhaupt keine Müllsorgen. There will be a day coming, a time of peace. No more pain and suffering, just ease. We will be living in harmony and singing together a melody. So, wir fahren jetzt in Tschechien, in Ostrov los. Es geht Richtung Oberwiesenthal zum Fichtelberg, bevor es ganz nach Hause geht. So pure, so real, only love. Take a look around you. Can you see it coming too? Ich bin jetzt zu Hause, habe schon das Auto sauber gemacht, die Toilette geputzt und ja, jetzt lege ich erstmal die Füße hoch und sortiere die ganzen Videos. Hat euch das Video gefallen? Hat euch der Trip Spaß gemacht? Würde mich freuen, wenn ihr mir da einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, gern ein Abo dalassen, die Glocke nicht vergessen. Und dann bis bald. All around the world we can make a stand and reach out for others to take the hands. I can see an open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart.